Hallo, ich bin Sören Müherschan und wir befinden uns heute in Hamburg und wir möchten zu einer Bandprobe reingehen. Und da habe ich einfach mal gefragt, ob ihr so vielleicht Bock hättet auf ein Interview. Ja, natürlich. Jetzt sind wir hier. Habt ihr denn jetzt noch irgendwann Pläne für euren nächsten Auftritt? Steht schon irgendwas? Raus mit Informationen. Ja, es gibt natürlich in unserem Genre, also sprich, es gibt immer noch Mod-Weekender, Mod-All-Nighter, wo sich die ganze Gemeinde, die ganzen Freunde aus alten Zeiten, die übrig geblieben sind. Diese Mod-Subkultur gibt es ja im Prinzip seit 1964. Okay. Ist nachgekommen und gab es die Reunion. Nein, das war 62. 62 war es renowned. Ja, okay. Ich habe jetzt drei verschiedene Informationen. Also das Buch Absolute Beginners, was so als, sag ich mal, was auch nachher mit David Bowie verfilmt worden ist, das spielt also Ende der 50er, da ging es los, da sah die Mods zwar noch ein bisschen anders aus und hat hauptsächlich Jazz gehört. Das stimmt. Aber viele sagen ja, 64 war der Drops gelutscht mit den Schlägereien in Brighton am Strand. Ja. Also man sieht, das lässt noch Raum für eine Podiumsdiskussion. Naja, letztendlich geht es hier um Stil, um Spaß und um im Prinzip nur, wir leben die gute Musik und leben halt die Mode der 60er Jahre. Na, die Frauen, die kleinen und so. Na, das auf einem doch sehr fanatischen Niveau. Ja. Es geht so weit, dass also wirklich Leute sich die Originalschnittmuster holen aus den 60ern und die Anzüge maßschneidern lassen, genau im Stil. 66, 67 war oder 68, da gibt es immense Unterschiede. Das Spannende ist eben, dass die 60er Jahre also so eine musikalisch spannende Zeit waren, weil da so viel passierte. Auch soziologisch, kulturell. Pille wurde so selber, obwohl das nicht im Vordergrund steht. Aber musikalisch natürlich, Psychedelic, Drogen, der Einfluss auf die Musik. Also für mich zumindest ist es mit die spannendste musikalische Zeit, wo man immer noch in die Tiefen gehen kann und immer noch was findet, was wirklich total toll ist. Das stimmt. Genau. Und das ist halt das wollen wir hier auch so ein bisschen leben und machen. Ja, und wie war denn noch? Ich hatte gefragt, wo ihr Konzert macht. Ah, richtig. Ich habe es wieder. Das würde mich auch interessieren. Es gibt demnächst. Natürlich sind wir erstmal auf dieses Klischee Mod fixiert. Das heißt, wir sind immer noch, weil wir auch in vielen verschiedenen, relativ bekannten Mod-Bands gespielt haben. René und ich und Fonzi. Auch jeder Mod-Band. Der war in einer sehr bekannten Punk-Band. Ich glaube nicht, mit welcher noch? Public Toys. In Public Toys, die haben sie schon ihre Platten gemacht. Eigentlich schon recht kultig. René hat auch in sehr guten Bands gespielt, mit Fren Habel, bei Lawnmower und... Also wir machen schon relativ lange Musik. Wir machen relativ in lange diverse Musik. Bands, aber immer semi-professionell, hobbymäßig eher. Genau. Und das Gute ist immer, dass ein guter Schlagzeuger und Gitarrist ein guter Organist, ein Hammond-Organist, eigentlich immer ganz gut nachgefragt ist. Und so wird man halt dann innerhalb dieser Szene, ist da hinten man ganz gut rumgereicht und ist da nicht immer ganz. Ist da hinten irgendwo ein guter Gitarrist? Nee, der Bruder. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Also man kriegt halt immer noch einen Job, findet immer Leute und die Musik macht. Und dort man passt eine Bands. Du weißt schon wieder ab, wir wollen wissen, wo das nächste Konzert ist, sicherlich auch. Ja, wie gesagt, das nächste Konzert, also ich habe da ein Angebot gerade von im Gespräch ist es mit Jay Ace zum Beispiel, der seinen nächsten Rollleiter macht. Das ist wie gesagt alles bekannte Freunde, die halt alle ihre Energie in das Organisieren von Konzerten in diesem Genre von Rockweekendern stecken. Genauso haben wir das bei dem Rockweekend auch gemacht. Und ohne diese Leute, die das organisieren, mit viel, viel Zeit, die investiert wird, viel Geldeinsatz auch, würde
würde sowas, das würde es uns nicht geben. Ja, also vielen Dank nochmal dafür, für alle, die ob das DJs sind, ob das Leute sind, die das organisieren, die Bands zusammentrommeln, die Verträge machen, die Flüge buchen für die ganzen Bands, also das ist ein Fulltime-Job. Aber ohne diese Leute würde die Hamburger Clubszene also nicht das sein, was sie heute ist. Oder jetzt geht es ja gerade wieder so ein bisschen bergab mit der Hamburger Clubszene, man überlegt ja auch, oder viele Clubs kämpfen auch ums Überleben, weil die Leute halt ihren Arsch nicht aus vom Sofa hochkriegen. Ja. Das kennt ihr vielleicht auch, ne? Ja. Und das ist halt auch, das ist so der Nachteil an diesen ganzen neuen Medien wie YouTube. Und es ist halt alles ständig verfügbar. Und wir wollen halt live spielen und es ist halt immer noch das Beste, was es gibt. Kommt zu den Konzerten, wenn euch irgendwas gefällt. Und kleine Clubs in Hamburg. Es gibt eine tolle Clubszene in Hamburg, tolle neue unbekannte Bands spielen, die vielleicht irgendwann mal ganz groß sind. Und dann könnt ihr sagen, ich habe die Band mal mit der mal Bier getrunken und habe sie gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Eintritt ist meistens auch sehr günstig. Super. Genau. Ja, und Termine sind angesagt. Ja, wir haben wie gesagt ein kleines Set, das steht da an der Wand. Da kann man noch so viel mit anfragen, weil ihr seht, das ist was an Songs. Und wir müssen das so ein bisschen ausbauen, da wir eine komplette Show machen. Und dann geht es eigentlich los. Berlin. New York, New York, Tokio. New York, New York, Tokio. ISS. Konzert im Weltall, das hätte was. Ja, da komme ich dann auch. Oh, das wäre geil. Also ich höre jetzt zum Beispiel noch Kaffee mehr, aber egal. Nee, aber es steht ja nicht an, aber wir müssen halt immer noch unser Set so ein bisschen perfektionieren. Und weil wir auch eine gute Show abliefern, weil die Leute bezahlen Eintritt und dann wollen wir das sehen. Und da arbeiten wir dran. Vor allen Dingen für euch. Vor allen Dingen, weil im Augenblick, wie ich schon André eben erwähnt hatte, sind wir noch in der Erfindungsphase, dementsprechend im Augenblick sehr viele Coverversionen, wo wir Höhe auf Höhe von weg wollen und halt mehr eigene Sachen machen wollen. Aber für die Findungsphase ist es eigentlich ganz gut, Sachen darzustellen. Ja. Was übt ihr denn jetzt überhaupt als nächstes? Und was habt ihr jetzt angefangen? Mit welchen Titeln? Ja, also das nächste Stück, was wir in Arbeit haben, aber wirklich erst in Arbeit, haben wir gerade erst mit angefangen, ist ein alter italienischer Partisanensong, der leider momentan in einer sehr schrecklichen Version in den Charts ist, aber wir wollen eine jazzige 60s-Funk-Version draus machen. Ja, und soll halt ganz traditionell langsam anfangen. Und den langsamen Anfang, den können wir sogar schon. Bloß nachher, wenn es dann flotter, tanzbarer werden sollte, das können wir noch nicht, aber wir können ja mal anspielen. Deswegen seid ihr ja auch erstmal beim Proben. Ihr müsst euch da ja erstmal finden. Genau, richtig. Genau. Dürfen wir da ein bisschen was hören oder ja, ist das noch an. Geheim? Ja, mal an. Meine Leise noch A. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e sei lo mio, la partigiano. Tu mi devi sempre lì, sempre lì, sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, 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 e sempre lì, la sua montagna. Sotto la pioggia del fior, tutte le genti che passeranno. Thank you.
man da vorstellen, aber ohne Bass ist es natürlich immer. Da ist aber auch die Kreativität der Zuseher und Zuhörer. Ja, nee, aber da sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn es mal fertig ist, wie sich dann anhört, auch mit Bassen. Ja, das können wir dann in dem zweiten Teil machen. Ja. Wir werden ganz viel üben und dann nächstes Mal wäre es natürlich cool, wenn wir das dann einmal so fertig vielleicht nochmal präsentieren können. Klar, super. Einfach Bescheid sagen, wenn es fertig ist und dann kommen wir auch gerne mal zwischendurch wieder vorbei. Super, sehr gut. Ihr seid ja in Kontakt, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Wir sind in Kontakt. Ne? Super. Dann erstmal Dankeschön von eurem Probeeindruck. Ich fand das sehr interessant. Ich war ja noch nie in so einem Proberaum. Ah. Nein. Ah. Ich weiß nicht. Marlene, du? Nö. Nö? Ja, dann erstmal Dankeschön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr wieder irgendwelche Ideen habt oder sonstiges, einfach in die Kommentare schmeißen und wieder liken, teilen. Bye, bye. Tschüss.